Also ich habe so 2 bis 4 Tage schon gebraucht, bis ich mich so reingefunden habe, weil am Anfang war auch noch nicht so viel drin. Die Lehrer mussten es halt erst alles hochladen und deswegen war es am Anfang ein bisschen stressig, aber jetzt ist es eigentlich ziemlich einfach. Da ist halt alles so gelistet, was man halt machen muss. Es ist eigentlich kein großer Unterschied zum der Schule. Hier kann man sich auch manchmal besser konzentrieren als in der Schule. Also ich komme damit. Die Technik ist im Moment überfordert. Also das Schulportal, das ja vom Hessischen Kultusministerium auch eingerichtet ist, das ist viel zu langsam. Also wir brauchen ganz lange, um die Dinge, das Material hochzustellen. Eine ganz normale E-Mail dauert viel zu lang. Aber es klappt dafür ganz gut. Also wir kriegen auch relativ viele Mails. Ich glaube, was wir noch besser hinkriegen müssten, wenn das noch länger anhält, ist diese intensive Betreuung durch die Lehrerinnen und Lehrer. Weil die Kinder schon auch Sorge. Es gibt ja auch Kinder im Flüchtlingsheim oder es gibt auch in armen Familien, die in Hotels untergebracht sind, die wirklich überhaupt kein Equipment haben, ja, gar kein Internet. Deswegen haben wir ja auch geöffnet. Das heißt, die könnten auch hierher kommen. Das ist auch in Einzelfällen schon passiert. Aber auf lange Sicht, glaube ich, wird man gar nicht umhin können, auch wieder kleine Gruppen zu beschulen, weil wir sonst gar nicht an die Kinder rankommen. Ich glaube, was jetzt schon so ist, wir kriegen viele Rückmeldungen auch von Eltern, die in die Richtung gehen, wir wissen jetzt, wofür Schule eigentlich gut ist und was die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer eigentlich ausmacht. Ja, also ich glaube, das ist jetzt schon, merken jetzt schon alle Beteiligten.